So, hallo, wir machen weiter bei Minerva im, ich meine, letzten Level. Im letzten Level. Und ich habe keine Ahnung. Ich kann ein paar Sachen machen, die nützen mir aber bisher nicht wirklich was. Vor allem, ist die Lösung jetzt wieder ein Glitch, den ich nicht kenne, oder? Im Prinzip müsstest du alle Glitches für die Teile des Levels, die du bisher gesehen hast, kennen. Ah ja. Am Ende kommt wahrscheinlich ein Glitch, den du noch nicht kennst, aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Das dauert ja noch erst noch 8 Stunden. Du hast ja gesagt, ich muss hier drüben 3 Blöcke verschwinden lassen. Richtig. Und es wird über Feuer passieren. Richtig. Die Blöcke verschwinden, wenn zu viele Sprites da sind. Richtig. Also muss ich so viel Feuer spawnen lassen, dass die verschwinden. 3 Flammen reichen. Also verfolge ich jetzt 3 Flammen. Ja, mehr geht auch nicht. Ich habe eh nur 2 dabei. Wesentlich mehr. Ah ja, jetzt sind hier 2 Blöcke weg gewesen. Sick. Denn wie eine Bowser-Statue Flammen spuckt. Nach welchem Prinzip? Nee. Spuckt die denn immer zum gleichen Zeitpunkt? Naja, ich kann von unten gegen sie springen, das kann ich hier aber nicht. Das hat nichts mit dem Zeitpunkt an sich zu tun. Aber wenn sie mich anvisiert oder was? Ach, Gott, dang it. Wenn immer die dich anvisieren will. Na, halt, wenn ich in ihrer Y-Position bin, quasi. Das bringt dir herzlich wenig. Schade. Wenn ich nah genug an ihr dran bin. Warte doch mal, bis das erste Feuer kommt. Und dann drück mal Pause. Ah, nee. Du kannst es alternativ auch über LR-Scrolling machen. Ach nee, lass mal. Muss jetzt nicht sein. Lol. Yo! Ist mir zu weit gegangen. Das war's komplett. Aber was hat mir das denn jetzt gebracht? Mal in die Preview nochmal schauen und schauen, was da links eigentlich liegen soll. Was erzählt mir denn die Preview? Nix erzählt mir die Preview. Geht vielleicht mal ein Stück nach links und dann nochmal nach rechts. Hä? Das kommt, wenn nicht ganz so viele Sprites on screen sind. Oh je, okay. Okay, da ist sie. Oh! Ich komm da hoch. Richtig, wenn du einen P-Switch drückst. Also dann komme ich von da. Okay. Wenn ich die auslöse und die auslöse, komme ich da durch. Mit P-Switch. Okay. Und dann werden wir erstmal da drüben. Hier wird wahrscheinlich ein Glitch verlangt, den du nicht kennst. Und dann hoffe ich, dass du den mir nachher mitteilst. Wenn du dich als würdig erweist, dann ja. Gib dir gleich würdig. Das habe ich vorhin anders gemacht, dass dieses Ding einfach nicht aufgelegt. Ich verstehe es nicht. Möchtest du auch hierzu einen Tipp erhalten? Sehr gerne.
Warum wird die Blume nach oben geschleudert? Ja, weil Yoshi da. Ja, Yoshi hat's halt nicht geladen aus irgendeinem Grund. Was passiert denn mit Yoshi? Ja, der wird da runtergezogen. Richtig. Vielleicht hat's auch die Blume einfach nicht geladen. Ja, was würde denn passieren, wenn du die Blume lädst? Während Yoshi jetzt nicht gerade neu spawnt, sondern in einer etwas anderen Position steht. Ja, dann bleibt die Blume halt auf dem Notenblock liegen. Und ist das nicht genau das, was du willst? Ja. Ist das einfach nur eine Timing-Geschichte? Eine Timing- und On-Screen-Geschichte, korrekt. I see. Okay. Hä? Das hat nicht hingehauen. Was hängt von einem Global Timer ab? Ach, ich muss das timen. Richtig, das Feuer spawnt immer nach einer gewissen Anzahl von Frames. Deswegen würde ich dir auch empfehlen, LR-Scrolling zu benutzen, damit kriegst du es nämlich konsistent hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hat super funktioniert. Okay. Roll einfach mal ganz nach rechts und warte, bis die Flamme kommt. Und sobald die Flamme da ist, einmal nach links, einmal nach rechts. Du musst nicht mal komplett durchziehen, es reicht auch ein leichtes nach links und ein leichtes nach Hä, rechts. wieso springt er nicht? Oh, jetzt hat es wieder versaut. TF. Wie ich einfach die Tasten teilweise immer verfehle. Hier wollte ich hin drücken. Nee, ich will. Ach, weil ich verrutscht. Ja, weil ich verrutscht bin mit meinen Fingern. So ein Schwachsinn. Habe ich jetzt wieder. Jetzt habe ich wieder nicht alle drei. Jetzt habe ich wieder alle drei. Jetzt passt die Belegung wieder. Also meine Finger sind wieder richtig auf der Tastatur. Mein Gott, ey. So. Jetzt muss hier eine Shell auftauchen. Genau, bleib doch einfach mal hier stehen. Ja, ich muss an der Stelle rankommen, ohne dass mir der Weg hier verbaut wird. Ja, gut. Hand. Jetzt löse ich das Ding da oben aus. Kannst du machen. Wäre aber zu bald. Ist es nicht mal. Nee, ich komme ja wieder an die Stelle ran. Die kann ich ja hier wieder offscreenen. Dann kann ich hier wieder offscreenen. Habe ich die Shell wieder. Okay. Kann die auch das auslösen? Natürlich nicht. Aber wahrscheinlich so. Wahrscheinlich so. Wie genau? Ah ja. Aber jetzt ist die Shell weg. Hier nichts, die kommt ja wieder. Ja, aber es hat mir jetzt nicht viel gebracht. Naja, immerhin musstest du kein P-Switch dafür verschwenden. Ja gut, das ist richtig. Das war bei HF ein ganz großes Problem hier. Wieso? Weil ihm am Ende ein P-Switch gefehlt hat. Muss ich das jetzt hier einfach mit verschiedenen Scrolling machen, dass der anders reingeladen wird, oder? Du kannst es mit Scrolling machen, mit hin und her laufen, ganz wie du willst. Auch gar nicht?
das klappt ja super. Yoshi muss halt einmal onscreenen, die Blume hochwerfen, dann läuft er konstant nach rechts und sobald er von seiner Plattform fällt, musst du quasi die Blume das zweite Mal reinladen. Ohne Yoshi wieder reinzuladen. Eigentlich mit Yoshi, während Yoshi eben rechts vom Block runterfällt. So, und das habe ich vorhin zufällig geschafft, oder wie? Anscheinend. Lel. Dann habe ich hier einfach so lange rumgehampelt, bis das zufällig passiert ist. Das ist ja... Ach, nee. Wie oft muss ich das? Das muss ich halt Millionen Mal machen. Das ist gar nicht mal so schwierig, wenn man den Bogen raus hat. Aber am Anfang ist es nervig, da stimme ich dir zu. War das einfach, ich mach das einfach wieder auf Zufall. Werden wir hier wohl noch eine Weile sitzen. Ja, aber es hat ja vorhin auch. Ich habe, was habe ich denn da anders gemacht? Ich verstehe es gar nicht mehr. Das genauso gemacht, wie es gewollt ist. Aber ich bin ich nicht einfach durch die. Ich bin einfach nach dem Tod wieder hierher gekommen und bin dann dahin gelaufen und dann war der einfach unten die Blume. Oh nee. So. Sehr gut. Sehr gut. Ich kann hier noch nichts machen. Doch. Weil wenn der da reinläuft, nützt er mir ja nichts. Wait, ich kann das Ding aus... Oder? Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann das Ding auslösen. Ah! Dumm! Die Antwort nur ein Steinwurf entfernt. Koopa, würdest du bitte... Danke. War das klar? Ganz schlecht. Warum? Ganz schlecht. Was macht der jetzt eigentlich? Oh, ich war zu langsam. Das würde ich nicht sagen. Hä, aber was soll ich anders tun? Beachten Sie die X8-X-Achse, Herr Kunze? Ach so, meinst du das? Ja, das war dumm. Die Switch hättest du jetzt nicht opfern müssen. Ja, ich will vor allem den Pilz noch gar nicht haben. Doch. Probier doch mal nach links zu kommen. Ja, geht ja nicht. Probier es. Ach ja, geht. Ist auch ein Weg. Geht. Ja, ja. Aber ich muss es wieder so machen, dass die Blume nicht da ist, oder wie? Doch, die kannst du jetzt einsammeln. Was ist denn dann? Ach so, jetzt habe ich einen Pilz in der Box drin. Richtig. Jetzt komme ich an den P-Switch ran und verliere meine Blume sofort wieder, oder was? Richtig. Bin aber noch groß. Immerhin. Und jetzt muss ich den mit dem Feuerquatsch nochmal machen? Ja, musst du. Und komm da hinten durch, okay. Oje, oje, oje.
Ach so. Warten, bis Aspire da ist. Nee, oh mein Gott, ich drücke immer die falsche Taste. Jetzt bin ich im Falschen. Jetzt bin ich im Richtigen. Jetzt hat er wieder nie. Oh! Bekloppt. Oh lol. Hey, warum schießt er denn beim zweiten Mal? Ja, als es sein muss. Einmal nach links, einmal nach rechts. Genauso. Hast du nicht von gesagt zweimal? Nein, einmal. Und das nicht die ganze Zeit. Alter, bin ich schon wieder auf der falschen Taste? Ja. Ich verrutsche immer mit meinen, was ich drücken will. So. Zu voreilig. Bitte? Zu voreilig. Weil ich die Shell jetzt nicht habe. Richtig. Stopp! Ach so, die taucht auf, wenn das Feuer weg ist. Richtig. Ja. Ergibt leider Sinn. Der hat jetzt aber trotzdem nochmal den gleichen internen Timer, oder was? Ja, richtig. Du hast ja nur einen Timer. Ich hätte nicht alles wegmachen dürfen. Du hast sowieso schon viel mehr falsch gemacht als notwendig. Was? Wann? Naja, du hast deine Zeit mit einem Block verschwendet. Aber spiel ruhig weiter, du wirst schon die Probleme feststellen. Hilfe? Halt doof. Hä? Hier hätte jetzt... Was hättest du jetzt denn gerne in der Situation? Ja, wahrscheinlich soll hier Yoshi rauskommen, aber ich brauche einen Yoshi jetzt eigentlich auch gar nicht. Es soll auch gar kein Yoshi rauskommen. Was soll anstatt ein Leben dann rauskommen? Wenn du es nach... links duplizierst, kommt ein Statu raus, und wenn du es nach rechts duplizierst, eine Ranke. Nützt mir beides nicht viel. In der momentanen Situation tatsächlich nicht. Wann würde es dir denn etwas nützen? Wenn ich den P-Switch hätte und der Block hier unten ausgelöst und ich dann da durchlaufen könnte. Richtig. Habe ich aber nicht. Ja, und warum hast du das nicht? Wo habe ich denn jetzt den P-Switch verschwendet? Ich hab's dir gesagt. In dem Moment, als du ihn verschwendet hast.
Wieso kommt jetzt kein Stern raus? Ach so, ein Statue. Der nur aktiv ist, wenn du einen Stern bereits hast. Ach du Scheiße. Ich muss mich mal wieder vernünftig hinsetzen jetzt erstmal hier. Das braucht... Ah, was ist denn jetzt mit dem Kabel hier? Hilfe! Wo kommt denn jetzt der Quatsch her? Hallo? Ach Mann, geh weg da! So. Ah. So. Wo habe ich jetzt wieder was verschwendet? Meine Nerven. Rote Blöcke in dem Level. Also rote Outline-Blöcke. Wait. Ja gut, ich darf das Level neu starten. Aber du hast hier effektiv ein P-Switch mehr verbraucht, als du müsstest. Jo. Also du erinnerst dich ja an, an den gesamten Lösungsweg, von daher muss ich dir nicht weiter auf die Sprünge helfen. Level ist zwar komplex, aber es ist nicht schwierig in der Durchführung. Nur lang. Ah, verdammt. Falsche Richtung! Habe ich den? Ja, ich glaube schon. Ach ja. Halt, stopp. Oh man. Das ist alles nicht sonderlich spannend. Ja, wahrscheinlich. Oh, war die falsche Taste. Wir sind ja im Prinzip mit dem Level durch. Bis auf den Glitch, den ich noch nicht mal kenne, okay. Jetzt habe ich zwei. Richtig. Hallo? Ja. Spring. Ach so. Können? Ja, ich habe wieder die Finger verdreht und dann hatte ich die falschen Tasten. Ach so. Ich dachte, du hörst mich schon wieder nicht. Hast du was gesagt? Nee. Also ich habe, glaube ich, gehört, was du gesagt hast. Außer, dass du zwei P-Switches hast. Ja. Dann passt dir alles. Und einen davon kannst du auch direkt hochwerfen. Wo hoch?
da hoch, wo der Multiple Coin Block ist. Da ist er ja wieder weg. Stell dich doch nicht auf ein ganz so hohes Podest. Ach so. Okay, dann das erübrigt dann das mit dem Double Grab da hinten, den ich mir überlegt hatte. Okay. Richtig, den brauchst du nicht, denn sonst müsstest du ja auch die Shell irgendwie double grabben. Gut, gut, gut. Das wäre ganz schön gemein. Wie gesagt, das Puzzle ist komplex, aber nicht schwierig. Ganz richtig. Jetzt habe ich das Problem, dass ich die ja nicht hierhin komme. Eine Kleinigkeit hast du falsch gemacht. Bitte? Eine Kleinigkeit hast du falsch gemacht. Hier schon? Nein, hier ist alles gut. Jetzt ist auch alles richtig. Okay. Na, jetzt war klar. Ach komm. Ach. Dann halt nicht. Ist es doch nicht. So, jetzt, was will ich denn jetzt hier tun? Viel kannst du ja nicht tun. Ich kann das mal. Ich kann das mal beides darunter nehmen. Es ist übrigens eine Shell nicht gespawnt. Wie? Also, über dem gelben Koopa sollte normalerweise auch eine grüne Shell sein. Ich würde empfehlen, eher mal nach links zu gehen, soweit du kannst, und dann LR-Scrolling zu betreiben. Gehört das jetzt zum Puzzle dazu? Kann man schon so sagen. Jetzt ist die andere wahrscheinlich gleich weg. Ah ne, okay. Siehst du? Direkt mal eine Shell mehr im Petto. Ja, aber wo soll man das denn wissen? Aus der Preview bestenfalls. Dann wäre... Ja gut, dann ist die Preview obligatorisch. Beziehungsweise du kannst auch einfach Glück haben, dann spawnt die Shell direkt, aber hängt ein bisschen mit den vielen roten Blöcken von rechts zusammen. Okay. Hier kann ich effektiv noch nichts machen. Was hat es jetzt gebracht, die Shell zu unten auszulösen? Naja, der gelbe Koopa ist ja nah dran. Ja. Nah dran ist richtig, aber er ist nicht dran. Achso, ich soll. Okay, ich soll aus dem eine Disco-Shell machen. Oh! Ich muss zurückspulen. Müsstest du, glaube ich, nicht mal, aber. Wie soll ich denn. Achso, hätte ich nicht gemusst, hast du recht. Na toll. Also, du machst sowas, dann schon. Na. Wird immer besser. So, jetzt hüpft er nämlich die ganze Zeit. Und dann löst er nämlich damit die... Also dann hüpft er in die... Also, ja. Und jetzt habe ich nämlich das Ding dabei. Onnen? Ich bin so dumm. Und jetzt habe ich nämlich das Ding dabei, was da hinten den Block auslöst. Jetzt fehlt mir allerdings der erste Stern. Und... Ich hab nicht mal... Ach so, vielleicht ist er ja da drin. Okay, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Das herauszufinden.
Ist hier noch alles gut? Nein. Ach, ist hier noch alles gut? Ja. Also ist das jetzt der Glitch, den ich nicht kenne? Eigentlich müsstest du ihn kennen. Ja, in welche Richtung muss ich denn denken? Ich kann mir keinen Stern herzaubern. In Richtung Sariel-Heck. Toll. Toll. Du weißt, was das ist. Können Sie uns einen Tipp zur Schulaufgabe geben? Ja, hat mit der 8. Klasse zu tun. Wir sind die 8. Klasse. Ah. Komm, stell dich nicht so an. Was ist in fast allen meinen Leveln gefordert? Ja, dieses komische Geglitsche da mit dem Screen-Kram. Das, und was musst du dafür tun, um das auszuführen? Ja, scrollen, aber... Was ist denn nicht jetzt... denken, machen. Was ist denn jetzt hier... Ja, aber... Also ich kann mir den P-Switcher schon mal runterholen. Richtig. Oder auch nicht. Oder auch nicht. In der Theorie. Aber... Wohin will ich denn... Was will ich... Yo! Hä? Das ist SMW. Und jetzt kommt der Glitch, den du wahrscheinlich nicht kennst. Ach, das war der jetzt gar nicht. Richtig. Ja, dann lass mich mal ein bisschen was probieren. Ja, das war effizient. Du solltest vielleicht ein Safe State machen, bevor du hier loslegst. Ja. Was ist nach rechts? Eine Ranke, hast du gesagt. Was will ich mit einer Ranke? Wait a moment. Das ist ja ein Zwei-Stern-Dings, hast du gesagt, ne? Das heißt, da kommt ein Stern raus, wenn ich schon mal so ein Ding ausgelöst habe. Wenn du aktiv einen Stern besitzt. Okay, das tue ich nicht. Kann ich das Spiel dafür... Kann das Spiel aus irgendeinem Grund denken, dass ich einen Stern besitze? Ich traue SMB alles zu. Okay, weil wenn du es ihm nur zutraust, dann ist es nicht die Lösung. Sonst wüsstest du es ja. Nützt mir die Ranke was? Ja. Aha. Ist es okay, wenn der schon ausgelöst wird? Ja. Okay. Dann muss ich da nicht so rumwurschteln. Also ist so noch alles gut? Ja. Okay. Wir können das Ja-Nein-Frage-Spiel gerne weiterspielen, bis du drauf kommst. Ich darf den Sternblock noch nicht auslösen. Das ist egal. Dann hat es mit dem Sternblock gar nichts zu tun. Richtig. Also will ich gar keinen Stern. Richtig. Okay. Also geht es... Okay, dann muss ich komplett umdenken. Ich dachte, es hat irgendwas mit diesem Stern zu tun. Das heißt, was hier für ein Block ist, ist auch egal. Es ging um die Ranke. Richtig. Richtig. Kann ich den auch schon auslösen? Ja. Also ist so auch noch alles gut, okay. Richtig. So, also muss ich mir jetzt eine ganz neue Situation überlegen. Gut, wenn ich da unten den Pilz hätte, wie weit ist denn das? Ach so. Ja, würde reichen mit Pilz. Geht. Also ich will den Pilz haben. Richtig. Also muss ich verhindern, dass der Cooper da oben den so schießt, dass er runter... Also der Pilz muss einfach zu mir kommen. Die Disco-Shell hat effektiv auch keine Bedeutung mehr. Außer, dass sie den Block ausgelöst hat. Ja, ja, aber jetzt hat sie keine Bedeutung mehr. Richtig. Okay, mit Scrollen hat es vielleicht nichts zu tun. Na, dann probieren wir mal ein bisschen rum. Achso, es hatte mit der Ranke was zu tun, hast du gesagt. Bei der Ranke machen. Hä?
Ja, der Pilz springt nicht, während du an einer Ranke hängst. Frag Okay. mich nicht, warum das so programmiert wurde, aber es wurde so programmiert. WTF. Bossfight. Damit darf ich gratulieren, du bist durch. Oh, kein Bossfight. Das ist, ich wollte erst sagen, Dings, aber nee, ist es nicht. Doch, das ist. Aber wie hieß denn das? Dieses Puzzlespiel. Denke ich überhaupt richtig? Talos-Prinzipien? Nee. Doch, das ist Talos-Prinzipien. Nicht ist es das, aber nicht mit Absicht. Das ist das doch nicht, okay. Du solltest einfach noch einmal ein bisschen hier abwarten und mal überlegen, ob dir der Hack gefallen hat. Yo. Dann kommt nämlich das hier. Wunderschön. Dann anschließend noch sein kleiner Bruder. Und dann gehen die Credits auch wieder von vorne los. Warum? Weil SMW ein gutes Spiel ist, was dieser Hack grandios demonstriert hat. Okay. Inspirations, okay, in Fairy Mario. Chosen to Third. Hast du nicht Third Wall gesagt? Habe ich das falsch gelesen? Ah, das ist ein W. Ich habe es falsch gelesen. XHF01X, Chosen to und Third Wall. Eieieiei. L-Dead is Link-Dead. Das hat lange gebraucht. Ah, am Ende lösen sich alle Rätsel auf. So könntest du den Part auch nennen. Da bin ich dafür. Was steht da alles? Ach so. Nee, nicht OBS schließen. Glitchcat, 7 Das Just sind die Cook. Shoutouts. Okay, Biop, wie immer. Vakana. Weekly SMW Streams and Lessons, all my friends and fans. Okay. Peace, Witch! Ich dachte gerade schon, wir laufen jetzt noch in den nächsten rein, okay. Nein. Einfach nur. Das wäre es jetzt gewesen. Okay, ja, schön. Aber also daher wäre ich, also alleine wäre ich da wieder komplett auf verlorenem Posten. Und dafür, dass es ohne Saves jetzt ausgelegt ist, uff, nichts für mich. Puzzles sind an sich nicht schwierig, wenn du mal die Lösung weißt. Ja, aber trotzdem, du hast so viele Stellen, wo du einfach mittendrin stirbst in einem Puzzle und das ist, ah nee, das frustriert mich dann immer enorm. Das wäre ohne Saves, jetzt würde ich hier durchdrehen. Sich halt nicht anstellen. Ja, aber das ist wie wenn du, keine Ahnung, das hat ja mit dem Puzzle nichts zu tun. Wie gesagt, die meisten Puzzle sind fair gebaut. Ja, aber du kannst halt zwischendurch sterben ganz schnell. Es Und ist das so Sterben hat gebaut, mit, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ich ist. meine, das Sterben hat mit dem Puzzle nichts zu tun. Ja, ihr könnt Mario unbesiegbar machen, wahrscheinlich irgendwie, aber ist halt dann auch komisch. Wäre interessant, dann könnte man. Naja, das Ding ist, da wo man sterben kann, also so Mancher zum Beispiel, müssen an der Stelle Manchas sein, wie jetzt zum Beispiel hier. Warte, sind die hier effektiv? Welches Level war denn das überhaupt? Das da. Sind die Level. Die Level. Sind diese Mancher hier effektiv für die Lösung des Puzzles?
sind zur Verhinderung des Breaks gut, weil du ja sonst einfach nach links wieder Keys surfen könntest. Und dann könntest du von unten auch die Röhre wachsen lassen. Ja. Also, das allermeiste, was du in dem Hex siehst, hat schon irgendwo seine Berechtigung. Aber, also, okay. Ist dieser Manche hier für das Puzzle relevant? Für das Puzzle relevant, nein. Und wahrscheinlich bräuchte man ihn auch nicht zur Verhinderung. Weil das ist ja der, an dem ich immer gestorben bin. Das ist richtig. Deswegen, ne, das ist halt der, an den ich gerade gedacht habe, als ich gesagt habe, man kann bei den Puzzlen halt manchmal schnell sterben. Das ist, wie oft ich in den reingesprungen bin, weiß ich gar nicht mehr. Das ist ja die Challenge dahinter, wenn das Leute speedrunnen wollen, was wahrscheinlich eh kein Mensch macht, aber wenn naja, das ist, jemand du, macht, ist dann ja, ist es ist ja an MLP2 angelehnt. Es ist äußerst kurz. Ich glaube, wenn das die paar Verrückten dann auch wieder spielen und das entsprechend so gut ankommt wie MLP2 und auch zu so einem, nicht Meme-Hack, aber zu so einem bekannteren Hack wird, den dann die ganzen Speedrunner sich anschauen, könnte ich mir schon vorstellen, dass die das hier versuchen. Wäre schon cool eigentlich. Ich meine, dafür ist es auf jeden Fall wieder gut. Und die schaffen das dann halt auch ohne dass du dabei bist. Die kommen die da einfach durch. Falls sie einmal die Lösung kennen. Das ist unglaublich. Na, ich denke, so ein LinkedIn wird es auch ohne deine Hilfe hier durchschaffen, oder? Nein. Denk doch mal die ganzen Glitches, die du hier gelernt hast. Das aber mit der kennt Plattform, er die nicht? Das mit der Plattform, wo du dich nach rechts teleportiert hast. Ja, klar, aber kennt LinkedIn nicht. Mit der Ranke, dass der Pilz da nicht hochspringt. Meinst du, dass es all diese Glitches, die hier vorkommen, dass die wirklich einem Menschen komplett alle bewusst sind? Also HF ist ja schon quasi eine lebende SMW-Enzyklopädie und selbst er hat für manche Glitches ziemlich lange überlegen müssen. Ja, okay, ich hätte gedacht, halt, LinkedIn ist doch jemand, der eigentlich das alles auch kennt. Da dachte ich jetzt zumindest. Ja, er spielt halt in der Regel Standard-Kaizo-Kram, ja. Was halt in der Regel präzises Platforming ist und nicht Glitches. Ja, okay. Na, dann sind wir mal gespannt, was hierbei rauskommt. Das auf jeden Fall. Ja, dann, keine Ahnung, wie viele Parts das geworden sind. Ein paar. Aber sehr gut. Habe ich erstmal wieder ein bisschen Futter. Eine Alternative zu Hyrule Warriors? Ja, das ja sowieso, weil das war ja nur eine Demo. Ja gut, das ist richtig. Das war jetzt heute sowieso der letzte Part. Also das waren von Anfang an 3 Parts und jetzt wird irgendwann, wenn die Vollversion kommt, möchte ich das an sich schon weiterspielen. Aber ja. Aber so hast du immerhin mal wieder ein bisschen Puffer. Für eine Woche oder so. Genau. Okay. Dann schließen wir den Part hier ab. Ich hoffe, die Leute haben was gelernt bei diesem Hack, auch wenn es wahrscheinlich nicht so spannend war, uns zuzuhören, weil es ja meistens nur und Umgefehle war. Ja, aber das daran, damit muss man ja recht damit muss man ja rechnen, wenn man bei mir einen Puzzle-Hack anschaut. Vor allem, dass ich ständig meckere. Das ist natürlich auch wieder korrekt. Okay, so. Ja, dann bedanke ich mich bei dir für die Zeit zum Aufnehmen. Das Kompliment gebe ich gerne zurück. Und würde sagen, man sieht sich irgendwann, wenn du dein Kaizo-Dings fertig hast. Würde ich auch sagen. Ist das nächste oder kommt noch was anderes vorher? Keine Ahnung. Weiß nicht, ob überhaupt noch etwas kommt. Na, den Kaizo machst du auf jeden Fall fertig, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht. Wie weit ist er denn? Weiß ich nicht. Lange nicht mehr reingeschaut. Ah, okay. Du hast dich jetzt wirklich erstmal komplett auf Minerva konzentriert. Was anstrengend genug war. Ich meine, ich habe ja allein 86 Seiten an Musik durchforstet für den Hack. Also, ja. Ich hatte Spaß. Wieso hast du 86 Seiten an Musik durchforstet? Weil SMW Music Section zu dem Zeitpunkt 86 Seiten hatte und ich habe halt nach passenden Liedern gesucht. Nach
möglichst passenden Liedern. Ja. Okay, aber die Suchfunktion ist doch enorm gut eigentlich. Naja, find mal Lieder, die wirklich zu den Leveln jeweils passen. Ja, gut. Du hast ja keinen Puzzle-Tag oder so. Ich muss halt irgendwas finden, was irgendwie ruhig ist in den meisten Fällen, was dich jetzt nicht irgendwie allzu sehr in deiner Konzentration stört und was halt atmosphärisch jeweils passt. Und das mit der Suchfunktion allein, da höre ich mir halt lieber alle Tracks mal kurz durch. Okay. Ja. Das mal so als Fun Fact am Rande. Ich hoffe, Aber mittlerweile, es. also das mittlerweile kann man ja so im Endeffekt, die sich dann online anhören. Richtig, Wenn ich immerhin musste ich nicht alles dran runterladen. denke, was wir da früher runtergeladen haben, die ganzen TXTs und dann haben wir die in den SPC-Player reingeschmissen. Oh Gott. Jetzt kannst du es einfach online anhören. Das haben sie schon gut gemacht. Das ist auf jeden Fall eine Erleichterung gewesen. Okay. Ja, dann schließen wir hier ab. Danke fürs Zuschauen und bis zum irgendwann, bis zu irgendeinem nächsten Projekt. Ja, ich Was auch immer hoffe, dass ich ihr schauen wollt. auch. Ja, hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Hack. Und ja, mal schauen, ob da irgendwie mal noch was anderes von mir kommt. Wenn nicht, dann ja, war das immerhin mal ein kleines Projekt, wo ihr hoffentlich auch etwas lernen konntet. Und vielleicht hat es Conny ja motiviert, auch Cruella zweimal Nein. aufzunehmen. Nein, da bleibe ich raus. Schade. Das ist ein Projekt, das würde ich sehr gerne sehen. Ja, nee, nee, nee. Das ist, nee. Zu schlimm ist es nicht mehr wert. Das war jetzt hier schon wieder gerade noch so. Und weil Ferien waren. Sonst hätte ich mich, glaube ich, das jetzt auch nicht antun können. Ja, wenn man mal endlich freie Gedanken hat von all seinen Schülern, kann man sich auch wieder mal den wichtigen Dingen des Lebens widmen. Na, vor allem, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat und nicht direkt am nächsten Tag die nächste Unterrichtseinheiten kommen. Das ist natürlich auch hilfreich. Ja. Okay. So, jetzt aber nochmal. Danke fürs Zuschauen und Danke fürs Zuschauen. tschüss. Tschüss.